Wenn Sie schon mal einem Admin über die Schulter geschaut haben bei der Arbeit, werden Sie gesehen haben, dass die relativ viel gar nicht mit der Maus machen, sondern auf der Kommandozeile per Hand eingeben. Das zu Recht, denn man kann eine ganze Menge Dinge auf der Kommandozeile auch bei Windows sehr, sehr schnell und effizient erledigen. Ich will Ihnen mal zeigen, wie das funktioniert. Um auf der Kommandozeile zu arbeiten, muss ich natürlich erstmal schlicht und einfach die Eingabeaufforderung öffnen. Das mache ich hier mal direkt. Das Programm heißt CMD, wie Command. Ich öffne per Rechtsklick jetzt diese Eingabeaufforderung als Administrator. Hat schlicht und einfach den Grund, dass viele der Befehle, die ich nachher hierin ausführen will, Administratorbefugnisse erfordern. Da mache ich das einfach mal von Anfang an. So funktioniert auch alles. Zunächst mal ein einfacher Befehl, der würde übrigens auch ohne Administratorbefugnisse funktionieren, heißt ipconfig. Darüber kann ich alle meine Netzwerkadapter anzeigen und die Daten, wie sie verbunden sind mit dem Netz. Zum Beispiel spannend immer der Standard-Gateway. Das ist schlicht und einfach bei mir zu Hause ja meist mein Router. Das heißt, wenn ich zum Beispiel das Konfigurationsinterface des Routers aufrufen will, ist diese IP-Nummer wichtig. Ich kann auch sehen, was die Subnetzmaske ist und in welchem Netz ich mich befinde. Direkt ein weiterer ganz praktischer Befehl, um mal zu zeigen, wie einfach manche Dinge auf der Kommandozeile sind, ist der Befehl netstop. Und ich stoppe jetzt hier mal den Dienst UXSMS. Wie man direkt auf meinem Bildschirm sieht, die grafische Oberfläche Aero verschwindet. Der Dienst ist nämlich nichts anderes als die grafische Oberfläche Aero, die ich so sehr schnell stoppen und mit dem modifizierten Befehl netstart auch ganz schnell wieder starten kann. Sie haben jetzt gerade gesehen, ich habe den Befehl wieder aufgerufen, ist keine Hexerei, geht ganz einfach mit dem Pfeil nach oben, kann ich durch die schon eingegebenen Befehle in der Kommandozeile durchscrollen und dann jeweils Dinge verändern, wenn ich nur Kleinigkeiten ändern möchte. Wenn Sie mal schauen wollen, was es so alles für Befehle auf der Kommandozeile gibt, geben Sie doch einfach den einfachen Befehl help ein. Er zeigt Ihnen die wichtigsten Befehle, die es hier auf der Kommandozeile die zur Verfügung stehen, mit einer kurzen Beschreibung. Wenn Sie jetzt zu einem solchen Befehl wie, ich nehme mal den komfortablen Kopierer Xcopy, mehr wissen wollen, was gibt es für Schalter, in welcher Reihenfolge müssen die Parameter an den Befehl angefügt worden werden, einfach ein /Fragezeichen anfügen und schon gibt es zusätzliche Informationen zu diesem Befehl. Wie Sie gesehen haben, das sind eine ganze Menge Befehle. Also das wird jetzt im Rahmen eines solchen Webvideos bei Weitem sprengen, wenn ich Ihnen die alle erklären wollte. Ist aber kein Problem, denn in der aktuellen PC-Praxis finden Sie einen Artikel, wie die Kommandozeile funktioniert, wie Sie die Kommandozeile ausreizen unter Windows.